Ja, auch diese Woche wollen wir uns einige interessante Titel anschauen, die wir in der aktuellen Handelswoche festgestellt haben. Einer, der jetzt heute und gestern besonders aufgefallen war, ist der brasilianische Wert PBR. Und ja, hier in dem Bezug wollen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz zurückschauen auf den Wert, den wir letzte Woche hier speziell mit empfohlen hatten, das brasilianische ETF EWZ. Hier noch ganz interessant zu sehen, wenn wir uns mal so den Verlauf anschauen. Die 39-Dollar-Marke wurde jetzt noch nicht ganz erreicht. Der Wert wurde hier auch noch nicht über diese, oder hat den Ausbruch über diesen Bereich noch nicht geschafft, was das letzte Hoch oder das 52-Wochen-Hoch hier darstellt. Aber was wir hier ganz interessant vielleicht mal feststellen können, und das ist diese Woche oder in den Phasen, der wir uns jetzt hier befinden, dann auch immer besonders interessant, wenn wir mal einen Blick auf den Gesamtmarkt hier werfen und können das ja in der Zwischenzeit mal auf dem Daily-Bereich hier durchführen. Dann werden wir natürlich sehen, der ist jetzt auch gestern und heute sehr gut zurückgekommen, aber die Werte, die diese Korrekturen, der vom gar nicht so stark mitgemacht haben, also was Montag, Dienstag, Mittwoch passiert ist, wo der Markt dann doch größeren Teil wieder nachgegeben hat, das sind natürlich Werte, die auch als allererstes in der Regel wieder schnell nach oben kommen. Und da haben wir diese Woche doch den ein oder anderen schon einmal so ein Stück weit sehen können. Ein Wert hier aus diesem Bereich ist der Titel CMCSA, wo wir, sollten wir aber auch gleich hier im Chart sehen, können uns vielleicht erstmal die Option auch dazu anschauen. Hier sehen wir die Aktie, der ist im Prinzip jetzt schon wieder auf dem oder über dem Niveau, wo er am Montag gestartet ist. Wir sehen hier das, was für uns ja immer ganz relevant ist, das Optionsvolumen, das war gestern besonders hoch und der hat in der Form auch kaum nachgegeben. Wenn man jetzt mal die Prozentzahlen sich anschaut im Vergleich zu dem, was wir jetzt vielleicht im Gesamtmarkt gesehen haben. Also CMCSA, ein ganz interessanter Titel aus der aktuellen Woche und natürlich wollen wir auch wieder die ein oder anderen Werte, die noch stärker hier performt haben, mit hervorheben. Das ist hier AMC als Beispiel, wieder einer dieser Titel, die jetzt besonders gepusht werden. Da gab es gar nicht die großen News. Sie erinnern sich zurück, wir hatten den ja schon im Januar hier in dieser Phase mit dabei. Es gab schon wieder mal so eine zweite Bewegung auch dann im März. Jetzt war es im April, muss man sagen, wieder recht ruhig, aber jetzt können wir genau wieder das erkennen, hohes Call-Volumen, richtig hohe Ausschläge. Und das haben wir dann dementsprechend auch hier in der Bewegung im Chart gesehen, dass das jetzt häufig nichts mit langanhaltenden Trend zu tun hatte oder dann auch mit Substanz, haben wir ja in der Vergangenheit schon besprochen. Gerade bei diesen Werten, die jetzt durch die Foren auch etwas stärker gepusht werden, sind das oft dann nur 2, 3 Tagesbewegungen, manchmal vielleicht auch eine ganze Woche. Aber das ist auch durch die Dynamik oft so, dass die natürlich dann sehr, sehr schnell zurückkommen und es hier dann sehr häufig Werte für kurzfristige Gewinne, für kurzfristige Gewinnmitnahmen hier mit darstellen. Und da ist es natürlich interessant, immer auf solche Werte hier mit zu schauen. Ein anderer Wert, den wir, glaube ich, auch schon besprochen hatten aus diesem Bereich, der diese Woche sehr, sehr stark nachgefragt war, ist der Wert Energy Transfer LP. Hier haben wir regelmäßig richtig hohes Optionsvolumen, hier über 1 Million alleine am 7. Mai gesehen. Das war jetzt, wie gesagt, genau vor einer Woche. Und der Wert hat sich auch auf einem super Niveau gehalten, ist sogar heute auf ein neues Allzeithoch oder 52-Wochen-Hoch zumindest hier gestiegen. Und das, nachdem der Markt doch Mitte der Woche eher danach, danach aussah, dass es weiter nach unten geht. Und das sind genau diese Titel, die Sie sich natürlich dann in der Folgezeit mal anschauen sollten, weil wenn wir den Gesamtmarkt nochmal uns rückblickend hier aufrufen, dann sollte natürlich hier mit dieser Bewegung, die wir jetzt aktuell gerade gesehen haben, dann sicherlich auch das Ganze in dem Bereich relativ zügig wieder zum Allzeithoch kommen. Das kann mal 1, 2 Tage sein, aber das ist ja oft das, was der Markt auch mal benötigt. Wieder Luft holen, neuen Anlauf holen und dann werden natürlich genau
diese Titel wie jetzt CM, CSA auch weiter mit nach oben gepusht oder die Energy Transfer LGT, die wir da gesehen haben, die natürlich auch hier eine ganz große Rolle spielen kann, wie der zum Beginn gezeigte Wert PBR. Ansonsten, was bleibt neben diesen Titeln noch? Wir hatten diese Woche, so wie auch in der letzten Woche, schon wieder häuft Investitionen in Edelmetalle. Ob das jetzt das Silber-ETF ist, wo das ein oder andere größere Volumen zum Tragen kam, oder GLD, wo wir schon positioniert sind und da auch einmal diesen Credit-Put-Spread, glaube ich, mit vorgestellt hatten. Da gab es natürlich auch weitere Anstiege, und hier sieht es auch sehr gut aus, dass sich das in der Form noch fortsetzt. Wir haben es diese Woche dann mal exemplarisch für den Wert GDX durchgeführt, der im Endeffekt auch am Goldpreis hängt. Das ist hier ein Goldminen-ETF, aber soll natürlich jetzt ein Stück länger von der Laufzeit auch gelten, weil beim Gold wir hier sicherlich relativ zügig den maximalen Gewinn dann auch schon mitnehmen werden bei diesem Spread. Ja, das waren schon die Werte für diese Woche. Es gab auch viele Titel, die Quartalszahlen gebracht haben. Zum Beispiel bei den Großen jetzt wie Disney war es jetzt nicht so erfolgreich, aber was wir sehen bei Disney, trotzdem Minus von 2,6%, wird das, glaube ich, auch wieder genutzt, um hier günstig in so einen Wert mit einzusteigen. Und der andere Wert ist, glaube ich, so gut wie unverändert, war Electronic Arts schon zu Beginn der Woche. Sehen wir aber auch, dass sich das Ganze in der Form eigentlich ja, zu gar keinen großen Ausbrüchen hier bewegen ließ. Und ja, die meisten Titel sind jetzt auch mit den Zahlen durch. Das heißt, es kommen natürlich noch einige jetzt im Mai, auch im Juni, aber die großen Werte sind immer Ende April und Anfang bis Mitte Mai. Das heißt, der Großteil dieser Titel hat dann die Zahlen gebracht. Warten wir mal ab, was die nächste Woche bringt. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten und auch unseren Kanal abonnieren. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.